Ich glaube nicht, dass die Zukunft Glaubensgemeinschaften gehört, die Sektenstrukturen und Sektencharakter haben. Denn das schließt eine gewisse Form der Mündigkeit doch aus. Es hat auch mehr oder weniger immer zur Folge, dass ein gewisses Überlegenheitsempfinden, ein elitäres Denken und Fühlen und damit ein Abgetrenntsein von dem Rest der Menschheit da drin ist. Und nach allem, was ich jetzt selber auch durchlitten habe und was ich an Leid von anderen Menschen mitbekommen habe, weil es an mich herangetragen wurde. Ich habe nicht darum gebeten, aber es kommt dann eben. Dieser Lehrbrief war aus meiner Sicht eine glatte Verfehlung. Und Ivo selbst ist der Mensch, der als Prophet gilt. Es gibt jetzt Menschen, die mal in der OCG waren, die erstmal ihren Glauben an Jesus, an Christus, an Gott verloren haben. Und ich denke, mehr als seine Kinder, seine Familie, mehr als das Team, er ist der Mann, der als der Prophet gilt. Und an dem Punkt wird er sich mehr als alle anderen dafür zu verantworten haben. Vermutlich, wahrscheinlich. Ich wünsche ihm überhaupt gar nichts Schlechtes. So jemand bin ich nicht. Aber wahrscheinlich ist das ja wohl so. Wie sollte es anders sein? Und dann ich meine, noch ist es nicht so weit. Er hat ja jetzt noch viele Chancen. Hoffentlich sieht er das